Stimmung, die wir hier auf dem Platz bekommen. An der Abteilung 7 angefangen, Richter sind das bei der OB, Rindli, ganz eine starke Abteilung, das darf man wirklich sagen, als ich dort vorgefunden habe, habe da 6 Tiere in den Ring führen genommen, wo ich meine, für mich am heutigen Tag sagen, das sind die Tollsten. Vorab meint die ganz starke Tiere, schauen das Rind an, in allen Positionen sehr korrekt, ein sehr langes Tier, sehr gute Tiefe, ganz starke Oberlinie, super Becken, das breit ist, wo in der Neigung super schön entwickelt ist. Ein sehr langes Tier, ein sehr breites Tier, in der Körperbreite, aber auch ganz klar. Das ist ein sehr ausgerichtetes Tier, das ganz gut sich
bewegt ganz gut von unten, ist in der Vorhand sehr langs hier. Sie bewegt sich hier, Ich habe sie dann vorgezogen, der zweitherzige Gratulation zu diesen Rittern hier und aber auch in der Winkelung, wo sie doch heutigen Tag sehr gut ansteht. Ich habe sie vorgezogen, denn hier im dritten Rang ist sie doch so im Vorderstand noch ein bisschen breiter, ist so in der Brusttiefe auch noch spürlich stärker ist als das Tier auf dem dritten Rang. Das Tier auf dem dritten Rang verdient dann sicher das Podest mit ihrem Fundament, der Ausprägung und der Feinheit vom Knochenbau, wo sie doch am heutigen Tag sehr stabil in der Lenkerpartie. Und was auffällt, ist es sicher in der Fundament ganz gut in der Stellung, in der Bewegung ganz gut, sehr getroffen und hat sehr feine Knochenbau. Vor allem das Fundament, das ein Sinn über den zweiten Abwürstchen führt, das ist immer wieder stehen. Es ist ein sehr gut entwickeltes Tier, das sehr viel Leben zeigt, sehr gut aufgesetzt ist, vorne und wieder ist, stark Körperentwicklung, ohne die Länge vor Handbreite, die stärker ist gegenüber dem Tier auf dem dritten Rang. Aber es wird regiert nicht Becken, Breite vielleicht, wo sie noch eine Jahrheit von dem
wunderbare Buchwand in den verwachsenen Vorurten, wo sie stärker ist als die Zweitrangierte. Die Zweitrangierte mit ihrer enormen Kapazität, Länge, Tiefe, verdient sie den Rang gegenüber von der Dritten. Und die Dritte gegenüber von der Vierten, glaubt man noch so im Beckenbereich eine Nuance besser als die im vierten Rang. Mittlere Fühe kalbert nach dem Mai. Die dritte Abteilung hier mit wunderbaren Router, guten Router, gut verbundenen Router, höheren Router. Recht herzliche Gratulation vorab. Ich habe mich entschieden für die erste Kuh mit einer sehr guten Grösse, mit wunderbarer Widerst, sehr gut oben hier, mit der Kuh sehr hoch und breit hindurch. Mit vier korrekten Sitzen. Ich habe sie vorgezogen in der zweiten, weil sie so ein mehr Brusttiefe mit sich bringt. Also, auch in der Mutter gerade so eine Spur mehr Qualität. Aber auch die zwei gefällt mir sehr gut. Mit ihrer Mutter sehr breit hindurch. Mit vier wunderbaren korrekten Sitzen. Sie gegenüber den dritten.
Thank you.